Waklalikum. Shukranatim, alaklopik, kashkruk. Das bringen wir dem bei und wir zählen ihn auch heute mit. Ich denke mal, du haust heute mal ein paar Wörter aus, auf Arabisch raus, ne? Ja, doch, ein bisschen. Es geht in den Forran rein. Jetzt wird es in den Ofen gesteckt. Ja. Für dich, sich das anzugucken. Bestimmt denkt sich, mein Gott, wann sind die endlich fertig? Auf einer, nein, alles gut. Auf einer Skala von 1. Mann, es ist immer gut. Es ist amüsant, sag ich es mal so. Ja. Ich entspanne ja heute. Also von daher. Schaffst du das wirklich? Meine ich, das ist ja die Frage. Hier kannst du schon rein. Hast du selber. Die Zwiebeln und jetzt hast du Zitronensalz hinzugefügt. Genau, das ist ein Salz, ein bisschen normales Salz, ein bisschen Pfeffer, wow. Und Petersilie, ein Schuss Zitrone und natürlich Olivenöl. Und ich nehme gerne, ich benutze meistens immer gerne beides: ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Sonnenblumenöl. Genau. Sehr gut. Perfekt. Das lässt du jetzt ziehen, ne? Jetzt lass die einfach da. Später machen wir hier sauber, mach dir keine Sorge, das geht mir alles hin. Ach, jetzt fehlt mir noch. Die Jungs sind gerade zu Gange und ich mache hier für unser Iftar, habe ich Haleda vorbereitet. Perfekt, so. Und die sind hier nebenan schon ganz schön fleißig. Alle ist umgegangen. So, Haleda ist jetzt fast fertig. Ich habe jetzt noch Mehl untergerührt. Und der Andero auch so. Wir haben jetzt kurz nach 8. In einer Stunde ist Iftar. Gut. Na, alles gut, Jungs? Der Countdown läuft. Ja. Doch, wir kommen zurecht. Hallo! Die gute Laune. Der Samad ist der Speedy Gonzales in der Küche. Sehr gefreut hier zu sein. Es ist eine sehr schöne Küche. Es macht Spaß hier zu kochen. Am besten jeden Tag mit dem Essen hier kommen, von morgens und abends zu kochen. Also es gibt nichts Schöneres für einen Koch außer eine Küche. Also es ist egal, ob deine Frau ist oder ein Mann. Also für mich, wenn ich eine Küche sehe, das ist wirklich. Da geht dein Herz auf. Es geht mein Herz auf. Ist alles. Da geht es mir genauso. Ja, also die Küche sieht zurzeit, ich glaube, die ist nicht davon gewöhnt, aber wir kriegen die Küche trotzdem später sehr sauber. Wie vorher, auf jeden Fall, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das denke ich schon. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen Paprika. Ja, jetzt wieder. Also, Samad hat sein Wort gehalten. Der ist hier, hat alles picobello gemacht, alles sauber geschrubbt. Wenn schon, dann schon. Also, ganz fleißiger Herr. Vielen Dank und es freut mich, hier zu sein. Es macht auch wirklich Spaß, sauber zu machen bei dir. Ehrlich? Wirklich, also. Jetzt, kannst du gerne jeden Tag kommen, hör mal. Gerne, es ist ja nicht weit von diesem Club her, sondern eine Stunde bin ich hier. Ja. Also auf jeden Fall, wenn du große Gäste hast, wenn du viele Reservierungen hast und hast keine Zeit, ruf mich an. Ja. Ich komme, ich helfe dir gerne mit dir. Beim Kochen, beim Vorbereiten und sogar beim Spülen, die Küche zu aufräumen, gar kein Thema. Ehrlich. Ehrenmann. Wirklich. Meine Stimmung machen auch. Ja. Ja, ein bisschen zur Stimme zu sorgen, ja. Und wenn er mit Eiser Zeit hat, nehme ich ihn auch natürlich mit. Mit Eiser! Natürlich, ja. Danke für Achir Marhala, ne? Ja, genau. Achir Marhala, Ramadan, inshallah. Und gefreut, dass wir diese Mäkla.
an die letzte, ja, letzte Folge und inshallah. Ja, inshallah, also das ganz bestimmt. Hier hat Samad die Platte schön dekoriert. Machen wir weiter, also hier haben wir noch Sachen, wir haben hier Mozzarella. Ja. Das kommt inshallah noch schön. Da wird noch alles schön garniert, genau, und schön geschmückt. Genau. Und also das sieht hier schon mal so. Wir haben eben Iftar gemacht und ja, jetzt im Anschluss wird noch schön Abend gegessen. Es wurde aber auch schon richtig gut gegessen. Also ich bin ein richtiger Fan von deinem Speck hier. Danke. Hammer, hammer. Aber alles andere hat auch super geschmeckt. Freut mich. Das war ja nur die Vorspeise. Mhm. Ne? Und aber jetzt, man muss da aufpassen, dass man sich nicht daran schon satt ist. Ich habe extra ein bisschen Platz gelassen, damit, ja, wir auch noch, genau, natürlich. Ja. Ja. Hallo, Sibyl Isa, Bruder. خويا بن عيسى راك قريب نكملوا السي بن عيسى. هذا الشيء راه قريب يكمل ولا كيف كتشوفها هاد الضلعه؟ رحاب بن عيسى hat heute richtig gut arabisch gesprochen. Auf jeden Fall sehr sehr gut arabisch, ehrlich. Ich muss unter mein arabische Untertitel machen, damit die Leute das überhaupt verstehen. Jetzt! Was, filmst du das nicht? Warte. Jetzt hier, Lalla Nadia,